Rose Fröhlich, echter Patientenfall, heute mit der Fragestellung Weizen versus Dinkel. Was ist besser? Was ist mit diesem Dinkelhype? Also ihr Lieben, ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung in eigener Praxis. Und ich hatte heute eine Patientin in der Praxis, die die Fragestellung hatte, Weizen oder Dinkel, ist Dinkel jetzt tatsächlich wirklich besser? Also, es ist so, ihr Lieben, ihr wisst ja, Plusweg abonnieren, je nachdem, wo ihr mich seht auf den Kanälen, für mehr Content und für all die wichtigen Dinge, die vielleicht ihr in eurem Alltag umsetzen könnt. Also, zur Patientin zurück. Sie hatte die Fragestellung zum Thema Gewichtsveränderung und sie hat gehört, ja, man sollte Dinkel nutzen, Dinkel ist besser als Weizen und wäre viel gesünder und ja, wäre sozusagen alles viel besser. Also, ihr Lieben, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr da so drüber denkt und wie eure Erfahrungen damit sind. Also ich kann nur sagen, dass Dinkel selber einmal zu den Weizensorten überhaupt gehört. Und zwar ist es ein Urkorn. Also es gibt ja auch Emma oder Einkorn, wer das vielleicht mal gehört hat. Das heißt, das sind alte, ja, alte Weizensorten und die haben einfach verschiedene Namen. Und der Hintergrund bei Dinkel ist eigentlich nur, dass die Mikronährstoffe etwas höher drin sind und dass Dinkel einen ganz kleinen Anteil mehr Ballaststoffe enthält. Das liegt einfach so ein bisschen am Urkorn. Heute kann man mit der Industrialisierung aber natürlich auch die Mehle so fein herstellen, dass eben die Ballaststoffe auch gut rausgenommen werden können. Früher war das natürlich etwas anders, weil man grob gemahlen hat und dadurch natürlich schneller auch die Ballaststoffe drin hatte. Also, das Dinkel ist am Ende eine Möglichkeit. Es ist aber nicht viel anders, als wenn ich das normale Weizenmehl habe. Wo ihr gucken könnt, sind diese verschiedenen Typzahlen, weil je höher diese Typzahl beim Mehl ist, desto mehr Ballaststoffe habe ich drin. Also es gibt ja 450er und alles, was dann höher ist, 650, 1050, sind sozusagen hohe Mahlgrade mit mehr Ballaststoffen drin. Das heißt, je höher die Typezahl ist, desto mehr Ballaststoffe habt ihr drin, die wichtig für den Magen-Darm-Trakt sind. Die Ballaststoffe zum Beispiel ziehen auch Cholesterin mit raus. Daher versucht man immer, Ballaststoffe sozusagen mit einzubauen. Irgendwie blendet mich mein Licht hier in der Brille. Ja, ich hoffe, ihr Lieben, ihr wisst Bescheid. Weizen versus Dinkel, also gehört in die gleiche Familie hinein. Und ja, geschmacklich könnt ihr es gerne nutzen. Es hat ja so einen kleinen Hype bekommen. Ihr Lieben, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Ich wünsche euch jetzt was. Einen sonnigen Tag. Liebe Grüße, eure Sandra.